Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Klarheimer-Ukulele. Heute mit einer weiteren Folge aus meinem Buch Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klarheimer. Du kannst es dir ganz leicht auf meiner Webseite www.ukulele-am-limit.com besorgen. Aber vielleicht hast du es ja schon, umso besser. Heute wollen wir uns ein bisschen genauer mit der Hammer-On-Technik beschäftigen, und zwar mit Hilfe des Stücks Will the Circle Be Unbroken. Du findest es auf der Seite 50 und wir fangen am besten gleich an. Das Stück steht in G-Dur und im Intro bauen wir ein paar Hammer-Ons ein, und zwar nach folgendem Muster. Wir hämmern also einfach einen G-Dur-Akkord durch, aber zwischendurch wird einfach der angeschlagene Melodieton gewürzt, indem wir den Zeigefinger weg von der C-Seite tun, die C-Seite anschlagen und dann den Zeigefinger wieder ganz schnell und möglichst fest auf die C-Seite draufhauen. Also es geht um diese Bewegung. Wir machen das allerdings nur bei jedem zweiten Boom-Chaka und dann klingt so. Du siehst also, mit diesen Hammer-Ons kann man ganz schnell so eine rollende, ja, so einen rollenden Groove da reinmachen. Jetzt fängt die Melodie an. Kennen wir schon, wir hatten sie in der früheren Version schon mal dabei. Will the Circle Be Unbroken kennt, glaube ich, jeder. Ich fange mal ganz langsam an. Die Melodie spiele ich also ganz normal, aber nach dem Ende der ersten Phrase in Takt 11 bringe ich eine kleine Verzierung rein, nämlich diese hier. Ich habe also G-Dur gegriffen, schlage beim ersten Boom-Chaka die C-Seite an, beim zweiten die E-Seite, nehme den Ringfinger weg und hämmere diesen Ton hier. Zusammen klingt es dann so. Wie gesagt, hat so einen rollenden Effekt. Das zweite Hammer-On befindet sich in Takt 17. Spiele ich mal ganz kurz vor. Wir haben wieder den G-Dur-Griff. Spielen ihn ganz normal. Und dann schlagen wir mit dem kleinen Finger auf den dritten Bund der A-Seite. Nicht ganz einfach, denn im kleinen Finger haben wir naturgemäß weniger Kraft als in den anderen, aber trotzdem versuchen wir, den Ton annähernd so laut wie die anderen zu spielen, also diese Bewegung im Zusammenhang klingt es dann so, Takt 17. In der Zeile davor müssen wir übrigens, damit das Ganze flüssig zu spielen ist, einen kleinen Barré-Griff einbauen, der jetzt mit dem Hammer auch nichts zu tun hat. Ich erkläre es trotzdem ganz kurz. Also Takt 13 legen wir den Zeigefinger quer über die ersten drei Seiten hier im zweiten Bund, legen dann den Mittelfinger dazu auf den dritten Bund der E-Seite, haben dadurch einen G-Dur-Griff. Warum greifen wir nicht den normalen? Einfacher Grund: Wir müssen Töne hier oben spielen. Und wenn wir diesen Barré-Griff hinlegen, dann haben wir den kleinen Finger frei, um diese Melodietöne zu spielen. Ich demonstriere mal kurz ab Takt 13, beziehungsweise die zwei Töne davor nehme ich noch mit. Und ab Takt 17 nehmen wir wieder den normalen G-Dur-Griff. Jetzt spiele ich nochmal kurz diesen Hammer-On vor Takt 17.
Schau es dir in Ruhe nochmal an. Ich werde jetzt das Stück einmal langsam, einmal schnell vorspielen. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Will the circle be unbroken? Langsam. Will the circle be unbroken? Schnell. Ich hoffe, du kommst damit klar. Und bist gerüstet für die nächste Folge, zu der du dich da oben durchklicken kannst. Da gucken wir uns noch ein Stück mit ein paar Hämmer uns an, nämlich das schöne, kleine, aber pfiffige Appalachenstückchen Angeline the Baker. Bis dahin fleißig Hämmer-on üben, vielleicht mal ein Like hinterlassen, Kanal abonnieren und im Abspann findest du meine ganzen Kontaktmöglichkeiten, falls du mir mal was mitzuteilen hast. Also, freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.